Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video gibt's wieder ein Action-Haul und ein paar Sachen von Teddy und mit den Teddy-Sachen fangen wir jetzt direkt einmal an. Da haben wir einmal diese großen Glitzersteinchen, die echt ziemlich funkeln. Die gibt's auch in verschiedenen Farben und die kosten 1 Euro das Stück. Dann habe ich mir so ein Set Marienkäfer gekauft, da sind 48 Stück drin und das war auf 55 Cent runtergesetzt. Die gab's auch noch in groß, aber die Tüte war schon wieder beschädigt und da haben wieder Leute was rausgeklaut. Dieses tolle Set, da bin ich auch richtig, richtig verliebt drin. Das ist Bastelglitzer, 1 Euro, für mich sind es einfach Shaker-Elemente und ich zeige euch die mal, wie schön die einfach funkeln. Richtig, richtig toll. Ich muss gestehen, die hier, finde ich, sind ein bisschen fehl am Platz, weil die anderen sind alle so ein bisschen magisch und die sind so normal. Und die ist einmal das 5er-Set. Es gibt auch solche 3er-Sets, die kosten aber auch 1 Euro. Und passt da immer auf und guckt einmal, wie viele da drin sein sollen. Weil man sieht es leider ziemlich oft, dass dann halt nur noch 4 in der Packung sind oder nur noch 2 statt 3, weil die kleinen Tüten, da ziehst du einmal dran, dann hast du es rausgerissen, dann ist es in der Jackentasche und dann hast du es. Dann habe ich mir so Ostersticker gekauft für 1 Euro. Die hier sind außenrum foliert, die glitzern außenrum und die sind normal. Ich zeige euch die nochmal ein bisschen von Namen. So, das sind jetzt einmal alle Sticker, die ganz normal sind und jeder Sticker ist zweimal enthalten. So, das sind jetzt einmal die mit Glitzer. Also von den Motiven sind die ziemlich ähnlich, wenn das nicht sogar dieselben sind. Aber so wirken die natürlich komplett anders. Und das sind dann einmal die folierten. Ich hoffe, man sieht das ganz gut. Das ist so silberfoliert. Ist aber tatsächlich echt ganz schön. Und wie gesagt, 100 Sticker für 1 Euro. Ich glaube, da kann keiner meckern. Und dann gab es noch dieses Washi-Tape. Ja, also ich finde das auch wunderschön. Das hat 3 Euro gekostet und das ist so ein schönes Glitzer, aber halt so ein Pastellglitzer. Ich nehme jetzt einfach mal das. Ich glaube, ihr seht, wie schön das funkelt. Und für 6 Rollen finde ich 3 Euro auch noch okay. Kann man jetzt natürlich nicht mit Action vergleichen, aber das sage ich ja immer wieder. Preislich ist da schon ein Unterschied. Sowas habe ich bei Action nicht gefunden. Jetzt kommen wir aber zu den Action-Sachen. Und wir fangen mit diesem Malbuch wieder an. Ich habe euch ja schon vor Ewigkeit mal eins gezeigt. Das ist auch deutlich kleiner. Also es sind nur 20 Designs, aber es ist 250er Grammaturpapier. Da muss man sich also keine Sorgen machen, dass das irgendwie so doll durchblutet. Und ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber hier ist auch so eine Reißnaht. Also man kann dann das Bild hier auch aus dem Block raustrennen. Das Malbuch kostet 1,99 € und ich zeige euch jetzt einmal kurz die Designs. Es gibt die auch noch in verschiedenen, also auch mit Tieren. Aber die fand ich auch richtig schön, diese Waldelfe, würde ich einfach mal sagen. Richtig, richtig hübsch alles. So, upsala. Ich liebe es ja immer, wenn die letzten Blätter über sind. So, na und das musste ich auf jeden Fall haben. Fand ich, wie gesagt, echt cool und kostet 1,99 €. Und wir bleiben heute auch mal in A4-Format, was das Papier angeht. So, dann habe ich diese 4 Paperblöcke gekauft. 1,89 € kostet das Stück. Die blättern wir jetzt einmal zusammen durch. Es gibt auch nur die 4 Farben. Und zu dem Blockeimer, das sind insgesamt 30 Blätter, 20 mal in 120er Grammatur und 10 mal in 220er Grammatur. Das ist jetzt einmal das starke Papier und dann kommt ein dünnes. Ein dünnes, zweifarbiges, dann wieder das starke, dünn, dünn. Und so hat man die Designs immer in 2 verschiedenen Stärken und dann immer ein einfarbiges quasi dazwischen. Durch ich den relativ schnell durchblättern kann. Und es ist halt echt so schön, weil man wirklich viele Farbabstufungen hat. Das Sternchenpapier finde ich auch echt ziemlich cool. Und ja, wie gesagt, die gibt es in 4 verschiedenen Farben. Und so hat man halt eigentlich echt eine sehr gute Grundausstattung natürlich. So, und das war's dann. Zeige ich euch das hier unten noch einmal. Dann kommt jetzt so der blaue.
der auch so ziemlich ins Türkis geht, was ich ja auch sehr, sehr mag. Da fängt es so an mit so Regenbogen. Das ist ja nicht so meine Welt. Und so ein hübsches Blau. Dann Herzchen. Die sind, glaube ich, auch in jedem Block. Das ist ein richtig schöner Türkiston. Dann Pünktchen. Die gehen ja bekanntlich auch immer. Ich blätter es jetzt immer so, dass ihr hier auf der Seite das Farbige seht. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Und es harmoniert halt wirklich richtig gut. Kann man echt super Karten basteln und hat dann im Zweifelsfall schon gute Farbkombinationen zusammen. Bei den beiden jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, in dem Block hat man genug Auswahl. Welche Streif mag ich ja auch, ne? So witzig. Karos finde ich ganz furchtbar und Streifen mag ich wiederum. Blümchen gehen ja auch immer bei mir, aber ich glaube, auch das ist kein Geheimnis. Und da ist dann das nochmal der letzte Ton. Das ist einmal der Block. Dann gibt es das nochmal in Rosa. Wir fangen mit Pünktchen an. Das ist schon mal sehr gut. In dem Video sind die Farben ein bisschen heller. Also das hat doch schon mehr Rosastich, als es jetzt für mich auf meinem Handy aussieht. Aber gut. Deswegen guckt man sich die Sachen ja auch vor Ort nochmal an. Es ist ja eher nur so eine kleine Inspiration und wo man nach so schauen kann, weil es ist ja manchmal mit Action wirklich so, also wenn ich überlege, was ich alles gerne hätte, aber es das bei meinem Action immer nicht gibt und teilweise nicht mehr Platz ist, wo die Preisschilder stehen müssten, das ist auch richtig niedlich, kann das auch ganz schön frustrierend sein. Und das ist dann der letzte Block von denen. Der ist so in Schwarz-Weiß und das ist, glaube ich, echt ein Basic, was jeder haben sollte. Außer man ist natürlich so völlig frei von, ich arbeite mit so dunklen Farben, dann natürlich nicht, weil man muss ja bekanntlich nicht alles haben. Wobei mein Bastelzimmer nicht danach aussieht. Es sieht eher danach aus, wenn du nicht alles hast, hast du verloren. Das mag ich auch richtig gerne. Hier haben wir dann wieder ein paar Sterne. Und eine Blumenwiese. Und hinten ist nochmal ganz schwarzes Papier. So, das waren einmal diese vier Blöcke. Und dann habe ich noch drei neue Paper Pads mit so einem holographischen, wo ich immer gesagt habe, aber die drei finde ich tatsächlich richtig, richtig schön. Weil, seht ihr, da, wie das holographisch ist? Das finde ich richtig schön. Ja, es funkelt richtig toll in der Kamera. Und deswegen, es sieht irgendwie so edel aus, weil es nicht so glatt ist. Sondern durch dieses Muster da in dem holographischen finde ich die echt richtig schön. Das hier hat jetzt dieses Glatte, wobei das bei Streifen finde ich immer noch mal was anderes ist. Haben wir hier so eine Blumenwiese. Und hier in dem Block hat auch wirklich jede Seite Folie. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen too much, aber das finde ich auch wieder richtig, richtig schön. Und ne, ich würde jetzt nicht jedes Blatt davon auf meine. Ich finde es richtig toll. Aber so im Schnitt finde ich den Block sehr schön und wäre wahrscheinlich traurig. Naja, traurig ist zu viel gesagt. Aber bin glücklich, dass ich ihn habe. Und ich finde, von außen hat der Block mir so gar nicht zugesagt, wenn ich ehrlich bin. Aber von innen finde ich ihn echt schön. Dann noch einmal der. Der ist so ein bisschen basicer. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Ich meine, seht ihr die Streifen, wie toll das Muster da drin ist? Dann noch so Wellen, Punkte. Also das ist wirklich so ein Basic-Block, wenn man mit foliert arbeitet. Gut, Orange ist ja jetzt bekanntlich nicht so meine Lieblingsfarbe. Aber es gibt ja Leute, denen die Farbe gefällt, deswegen kann man es auch verbasteln. Aber ich glaube, ihr wisst jetzt, was ich meine mit, das ist so ein richtiger Basic-Block. Also den kann man auch zwei oder dreimal zu Hause haben, finde ich. Weil durch das Folierte hat es nochmal so einen extra Charme. Das finde ich auch richtig hübsch. Und dann ist das noch der letzte Block. Da finde ich, es sind insgesamt immer 20 Sheets. Und manche finde ich richtig schön und den einen oder anderen finde ich richtig furchtbar. Das finde ich cool. Das ist auch cool. Das ist wieder so ein Basic. Das ist okay, aber geht mir schon zu viel in Animal Print die Richtung. Das finde ich auch richtig hübsch. Das finde ich auch cool gemacht. Ich mag das ja, wenn das alles so funkelt und blinkt und naja, ihr kennt mich ja jetzt schon ein bisschen. So, hier kann man nicht mehr bestreiten, dass es Animal Print sein soll. Deswegen bin ich da ein bisschen raus. Das wiederum ist mega cool. Ich meine, guckt euch an, wie das schimmert.
Da mag ich so die Farbkombination nicht so gerne. Wobei Schimmern und Glimmern tun die alle wirklich toll. Das ist auch ein ganz toller Schimmer-Glimmerton. Und ja, dann noch einmal in klassisch Silber. Aber wie gesagt, immer mit so einem Muster irgendwie drin. Fand ich die tatsächlich richtig cool. Und ich muss gestehen, die Paper Pads, die habe ich so auf YouTube eigentlich noch nicht gesehen. Deswegen wollte ich die euch auf jeden Fall zeigen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Sachen findet. Dann sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!